Jo, liebe Leute, da sind wir. Der Podcast ist zurück. Und ja, entschuldigt erstmal meine Stimme. Ich bin krank, aber ich habe einen gesunden Myrolox dabei. Einen gesunden Myrolox. Ja, Freunde, was geht? Podcast ist wieder am Start, Leute. Es geht weiter mit dem Podcast. Und ja, wir haben uns auch ein Thema rausgenommen, was sich sogar noch ein paar Leute gewünscht haben unter dem letzten Podcast. Und zwar den Ohnen-Flashback, ne? Ja, Mann. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, Leute, weil da gibt es so viel Stuff, worüber man noch reden kann. Und ich habe es privat auf meinem Kanal auch noch nicht gemacht. Auch privat so haben wir noch nicht darüber geredet. So. Also wir haben fast noch gar nicht, selbst privat hat der gute Myrolox und meine Wenigkeit, wir haben noch nicht über den Flashback so mal geredet. Was wir eigentlich tun wir das immer. Und deswegen, Leute, ja, werden wir das hier tun im Podcast. Wir haben uns das ein bisschen aufgespart. Allgemein, so über One Piece reden wir gar nicht mehr so privat. Und jetzt geht's wieder weiter. Erstmal vorweg, warum war eine Pause, Leute? Kurz und knapp, ich hatte Schnupfen. Nee, Spaß. Nee, keine Ahnung, Leute. Es war einfach privat viel los und dann auch immer die Motivation, dann jetzt einen Podcast aufzunehmen. Was bringt das jetzt, Ausreden zu suchen und euch anzulügen, Leute? Wichtig ist für euch, jetzt geht's weiter mit dicken, fetten Podcast und bald ist auch das einjährige Jubiläum hier. Kaum zu fassen eigentlich, dass schon ein Jahr diesen Podcast-Kanal gibt, was eigentlich gefühlt noch voll frisch ist, so, aber ja, Leute, lass uns anfangen mit dem mit Chapter 960. Das ist nämlich das Kapitel, wo es losging mit dem Kozuki-Oden-Flashback. Und ich weiß noch, ey, das kam so aus dem Nichts, ne? Es war ja wirklich an der Küste erstmal. Also 959 waren ja an der Küste verzweifelt. Die Allianz von Ruffy war weg. Große Fragezeichen. Und man wartet eigentlich auf ein Chapter so, jetzt geht's los. So, jetzt wissen wir, was mit Ruffy ist so. Und das wissen wir heute noch nicht. Das muss ich überlegen. Das war im, wann kam das Chapter raus? Im Oktober? Ich wollte gerade sagen, jetzt das ist mehr als über ein halbes Jahr. Also erstmal, das Chapter ist schon übelst lange her und man darf auch nicht vergessen, es war auch in letzter Zeit relativ häufig eine Pause mal wieder dazwischen, also da mal eine Woche, da mal eine Woche und wir schleifen da schon eine ganze Weile mit uns her, aber natürlich, ja, ein Flashback hat einen ja enorm entschädigt. Man hat dann Kapitel 960 geht das Ganze dann los, wo man in der Zeit einige Jahre zurückgeht. Und man sieht halt auch Wano Kuni, also man sieht halt ganz normal Wano Kuni, aber quasi direkt am Anfang sieht man ein anderes Wano Kuni, denn das wird quasi direkt am Anfang gezeigt. Alles ist halt so enorm reich an Lebewesen, ja, die Vegetation gedeiht, also überall sind Blumen, alle Tiere freuen sich und so weiter und so fort. Es ist halt ein enorm happy Land, ein enorm gut aussehendes Land, sag ich mal, was halt voll der Kontrast ist zu dem, wo Ruffy dahin gekommen ist, weil klar, an manchen Stellen sieht Wano Kuni ganz gut aus, aber man hat ja ganz viele Fabrikgebiete und so und voll totes Land, vergiftete Flüsse und so eine Scheiße. Und das ist halt direkt so dieser Kontrast, wie sich so dieses Paradies in so eine, ja, nicht in eine Hölle verwandelt hat, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich, ne? Das ist echt heftig. Das hat er auch extra am Anfang nochmal gezeigt. Er hat ja wirklich nur so Naturpanels gezeichnet, sodass man sieht, das floriert da alles. Das ist eine krasse Natur. Ja, und heutzutage ist so eine Einöde, so, ne? Also ist echt krass. Ja, ja, total. Aber es ist ja so schon in dem Flashback, den wir gleich durchgehen werden, kommt es ja auch nach und nach immer mehr raus, dieses, dass Wano Kuni verrottet oder beziehungsweise zur Einöde wird, zu Fabriken und so kommen da hoch. Die sind ja jetzt hier noch gar nicht vorhanden. Das Ganze hier, was wir jetzt sehen, ganz am Anfang vom Flashback, ist 41 Jahre her. Ich versuche hier ein bisschen zeitlich den Durchblick zu haben, während wir das hier alles durchgehen. Das wird schwer, aber ja, mal gucken. Ja, es wird echt schwer, weil das springt ja in dem Flashback auch teilweise 2 Jahre, 3 Jahre und dann, weißt du, das ist voll verwirrend, aber das ist auf jeden Fall 41 Jahre her, der Start letztendlich vom Flashback und ja, da ist das Ganze auch mit dem Schwein, da sehen wir Kinemon das erste Mal, der ja dann das Schwein auch irgendwie dann in die Stadt bringt so und eigentlich dann dafür verantwortlich ist. Ja, wir sehen halt generell auch so die ganzen Charaktere, die uns auch jetzt nach und nach im Wano Kuni-Arc vorgestellt wurden. Klar, Kinemon kennen wir schon länger, aber wir haben ja auch die anderen Charaktere so nach und nach kennengelernt. Sie sehen natürlich auch zum Teil komplett anders aus, auch gerade Kinemon so. Der hat da auch nur so eine Schürze, wo so Kind draufsteht. Und ist halt so voll der Raufbold, könnte man sagen. Er ist ja auch ein Schläger so. Es ist halt überhaupt nicht der Kinemon, den man kennt. Und so nach und nach werden halt die, ja, auch die Charaktere einfach eingeführt, die man kennt. Also man sieht dann zum Beispiel auch Odens Vater, was auch voll interessant ist, dass man den auch einfach mal direkt im selben Zuge mitzieht. Den sieht man sogar so gesehen noch vor Oden selbst. Obwohl das immer, das war immer so ein bisschen too much für mich. Also natürlich ist das der Vater, aber Digga, wir haben so Momo, okay. Dann haben wir den Vater, der verstorben ist vor über 20 Jahren. So, okay.
Und jetzt haben wir noch seinen Vater, so, Digga, das ist eigentlich nochmal, das ist eigentlich eine Ebene too much, aber der hat ja auch nicht so eine große Relevanz, sag ich mal. Ja, ja, man zeigt's ja, weil er der Shogun ist von Wano, also er ist der aktuelle Shogun von Wano, und deswegen zeigt man's auch so ein bisschen, aber es ist trotzdem sehr, ja, es ist schon, keine Ahnung, also ich denke, jeder weiß, was damit gemeint ist. Der Flashback an sich ist viel breiter und viel ausführlicher als andere Flashbacks. Wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mal sieht so von Dressrosa, Law und Corazon, wie viele waren da beteiligt? Law und Corazon sind losgegangen und dann war da halt noch die Doflamingo-Crew, die man schon vorher gesehen hat, weißt du? Und dann gab es halt noch so ein, zwei Easter Eggs, sag ich mal. Oder was heißt Easter Eggs? Aber dann hat man am Rand nochmal Sengoku gesehen oder ein X-Drake als Kind oder so, aber mehr war da nicht. Und hier sieht man halt so viele Charaktere, die natürlich auch alle mit Namen und so enorm verstrickt sind. Deswegen, das ist halt enorm breit gefächert, muss man schon sagen. Das Krasse ist halt, dass wir den Vater sehen so und er haut halt die Sätze raus so über seinen Sohn. Weißt du, das liest der andere Typ, glaube ich, vor, ne? Der liest es vor ihm und er reagiert so drauf so und ist voll gelangweilt so von seinem Sohn. Aber da sind so krasse Sachen, dass er mit 8 schon besoffen war und mit den Leuten beim Glücksspiel da im Gange war und auch schon mit 9 hatte mit der Yakuza schon da einen Streit angefangen und so. Generell, wie der also schon angefangen hat. Mit 2 Jahren hat er es geschafft, Hasen mit bloßen Händen zu fangen. Mit 4 Jahren hat er einen großen Fels auf einem Bären geschmissen und ihn damit zu Tode gequetscht. Mit 4 muss man sich einfach mal überlegen. Andere fangen da an zu sprechen und zu laufen, also haben so Sprechen und Laufen so für sich quasi entdeckt. So, und dann mit 6 Jahren ist er durchs Rotlichtviertel gezogen, so moin. Ja, aber guck mal, ey, das meine ich mit diesen Rohgewalten. So, überleg mal, Big Mom war auch so ein Kaliber wie Oden. Yeah. Es gibt solche Charaktere in One Piece, die sind geboren und die sind einfach mächtig schon so. Ich weiß nicht. Einfach voll die Biester. Das muss man ja auch. Ja. Man muss ja auch sagen, man hat ja schon so kleine Ausschweifungen schon damals gesehen. Zum Beispiel auch, wo Doflamingo als Kind dann das Königshaki freigesetzt hat und einfach da alle so ausgenockt hat und so, weißt du? Das ist ja auch schon so, dass Kinder. Die sind halt emotional. Ja, wenn man das vergleicht mit Ruffy, also ist ja richtig ernüchternd so für Ruffy jetzt so. Total. Ist ja eigentlich eine Made so dagegen. Gegen solche Biester. Überleg mal, Ruffy so im Teenager-Alter, wo er das erste Mal die Gum-Gum-Pistole eingesetzt hat, so haut er sich nur selbst in die Fresse und es hat Jahre gedauert, bis er überhaupt in der Lage war, seinen Arm zu dehnen und damit einen normalen Schlag auszuführen. So. Das ist enorm krass. Das ist echt krass, ja, Mann. Deswegen, also ich finde Oden, auch wie er angeteased wurde hier, und selbst da war es schon so, da war man schon so voll begeistert von Oden, nur von den Erzählungen her und auch allgemein das Chapter, aber wie doll der Charakter einen später ans Herz wächst so und wie dramatisch und wie traurig der Tod eigentlich am Ende ist, so das ist richtig gut gemacht, so richtig, richtig gut gemacht. Wenn man den Flashback sich auch so, selbst wenn man bei One Piece lange nicht drin war und den Flashback jetzt anfängt, so wirklich mit 960 und nur komplett Odens Geschichte sich durchliest, so das ist so gut geschrieben, Mann, und so gut gemacht und man fühlt einfach richtig mit, so. Und auch für das, man das ist einfach geil. Man muss ja auch sagen, was halt so geil ist, dass, also normalerweise ist es so, dass im Anime- oder Manga-Bereich oft Flashbacks nur genutzt werden, um die Motivation des Charakters zu erläutern. Also als Beispiel so, ja, seine Mutter ist gestorben und deswegen möchte er sich jetzt an den rächen oder so. Also ganz plump gesagt. Aber bei Oda ist es halt so, dass die Charaktere so tiefgründig sind. Generell die Flashback-Charaktere sind ja oft mit die bestgeschriebensten überhaupt, wenn man jetzt natürlich, Oden ist natürlich auch ein Paradebeispiel, aber schaut man mal zum Beispiel auf den Corazon, das ist von ganz vielen ein Lieblingscharakter, obwohl der nur in einem Flashback existiert, so weißt du? Und da ja auch nicht so lange, muss man sagen, aber trotzdem feiern den alle des Todes und lieben diesen Charakter. Und das hast du ja ganz oft, dass es so Charaktere gibt, auch wenn man mal bei den Strohhüten in die Flashbacks schaut, von Nami und von Chopper und so, was da für Leute gestorben sind und dass die Leute das so bis heute immer noch mit so hoch raten als die traurigsten Momente in ganz One Piece, zeigt ja, wie viel Wert Oda in die Flashbacks legt. Und das merkt man halt auch hier wieder in dem Flashback, wie das schon anfängt, was man alles erfährt. Und man sieht halt erstmal so ein Problemkandidaten, so, weißt du, wo es dann auch erklärt wird, dass er ein Casino in Brand gesteckt hat und so. Der hat nur für Verwüstung gesorgt und wie sich das alles aufbaut, ist halt einfach genial gemacht, muss man schon sagen. Finde ich auch. Ist auch wirklich mein Lieblingsflashback aus ganz One Piece, muss ich sagen. Auch wenn er jetzt, letztes Chapter, nicht mal da ist er richtig beendet eigentlich jetzt. So eigentlich, ich habe gedacht, mit Odens Tod ist er jetzt beendet so.
ja, jetzt wurde nochmal ein Zwischenchapter gemacht, so, wo man nochmal die Flucht der Schwertscheiden gesehen hat und so, und Momo und Hiyori und so. Man hat das nochmal alles gesehen. Und jetzt ist aber, denke ich, auch der Flashback komplett beendet. Trotzdem muss ich sagen, das war einfach das Beste. So. Ich weiß nicht, oder gibt es einen Flashback, der da rankommt, so für dich in One Piece? Also ich habe ja letztens auch ein Video über Flashbacks gemacht, so die für mich besten Flashbacks in One Piece. Und ich muss sagen, an sich der gesamte Lore-Flashback, wobei man aber auch sagen muss, da ist ja Lores Kindheit, wo er seine ganze Familie verloren hat mit dieser Krankheit, weißt du, wo er sich unter den Leichen versteckt hat und so. Dann ja. Corazon, der ganze Flashback und so weiter und so fort. Und das, also alles, was damit zu tun hat, und auch von Doflamingo die Kindheit, wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es auch einer der geilsten Flashbacks, finde ich. Aber ich finde, so der Oden-Flashback, der hat einen nochmal so ein, vielleicht sogar so ein Quäntchen mehr gegeben, weil man halt auch über Charaktere was erfährt, wo man sich dachte, dass man nie wirklich mehr was über die erfahren wird, beispielsweise Whitebeard und Roger und so. Dazu kommen ja. wir natürlich auch gleich noch. Aber das, was hattest du denn noch in deiner Liste drin? Das würde mich mal interessieren, so. Also ich hatte, als eine der besten, so. Also die Flashbacks, die ich noch mit drin hatte, war zum einen von Su, also von, weißt du, von den Minks, wie sie Raizo beschützt haben. Das war geil, ja, Da, das war halt so kurz und knackig. Dann natürlich, es gab ein paar Stroh-Flashbacks, die ich mit genannt habe. Klar, liegt aber auch mehr daran, dass ich, also nicht alle, weil zum Beispiel Zorro, muss ich sagen, ist so ein Flashback, ja, die ist halt von der Treppe gefallen, was sollst du machen, so. Ja, das hat mich jetzt auch nicht so mitgenommen. Ja, genau, also so ein paar Stroh-Flashbacks. Was ich dann aber noch mit reingenommen habe, ist Senior Pink-Flashback, einfach weil es so ein Side-Flashback war. Ja, der war sad. Ja, der war ultra sad und es war halt nur so ein irrelevanter Nebencharakter. Deswegen habe ich ihn mit reingenommen, weil er halt ein Gegner von Frankie war und so, weißt du. Dann dachte ich so, ja, okay, dafür ist es enorm krass. Ja, für so einen unwichtigen Charakter, so eine Nebenrolle und dann sowas rauszudonnern, sowas Emotionales, ne? Ja, schon eine Leistung. Es hat den Charakter eine Tiefe gegeben, die. Man dachte sich halt, ja, ist auch nur einer von diesen scheiß Nebencharakteren, aber ja, also ich habe Lors Kindheit, Oden Flashback halt, Senior Pink, dann halt Sanji, Robin, Chopper, so von den Strohhüten, Doflamingo, wie er zum Monster wurde, so wie sie Raizo beschützen, und dann habe ich auch noch genommen, klar, man könnte natürlich auch andere Stroh-Flashbacks nehmen, natürlich auch Brook und so weiter und so fort, aber ich habe dann zum Beispiel auch noch den Flashback genommen von Sabo, diese ganze Revo-Story und so, ich fand das auch geil, weißt du, wo er so abgeschossen wurde, zu Dragon kam, Gedächtnis verloren hat, trainiert hat mit Dragon und mit Kuma, Kuma dann aber verloren hat und in der Zeitung dann erfahren hat, dass Ace gestorben ist und alle Erinnerungen kamen wieder und so. Das fand ich auch irgendwie cool, deswegen habe ich es auch mit reingenommen. Ja, das stimmt. Ich fand auch, ja, das ist wahrscheinlich, natürlich, das ist nicht so geil, aber für mich war es irgendwie geil, nochmal das zu sehen, was Ace so, dass er Shanks getroffen hat, auch wie er bei Whitebeard beigetreten ist. Erstmal der Kampf gegen Jinbei. Wie er versucht hat, Whitebeard immer zu töten, auch im Schlaf und so. Und wie er sich so eingefunden hat in der Whitebeard-Piratenmane. Das fand ich auch, war ein geiler Flashback, Mann. Richtig ohne Scheiß. Geil, aber stimmt. Ja, das war nice. Aber ansonsten, ja, lass uns weitermachen. Mit immer noch dem ersten Chapter des Flashbacks. Wir kommen ja gut voran hier heute. Also die restlichen Chapter gehen aber auch ein bisschen schneller, weil. Ja, das muss man sagen, ja. Deswegen. Aber am Anfang muss halt alles eingeführt werden, so. Man sieht hier nochmal diesen Hyogoro, diesen alten Opa. Also der ist ja hier noch der dicke Chef, so, von den Yakuzas. So, wir sehen Denjiro. A.K.A. Kyoshiro, haben wir gerade herausgefunden, der da ja mehr oder weniger die Händler verarscht, so. Ja, und dann Oden, wie er auf, oh, das war auch cool, ne, wie er auf der Leiche da ist, ne, wo wir das erste Mal Oden sehen. Genau, genau. Also das Ding ist, man sieht halt, das ist auch so ein bisschen das Finale des Chapters, dass man dann halt auch wirklich Oden sieht, weil das ganze Chapter ist es nur, mit 8 Jahren hat er das gemacht, mit 9 Jahren das, und dann geht das so weiter, bis er volljährig ist, also weil er jetzt dann 18 ist, quasi. Und ja, und er ist ja quasi der Erbe des Shogun-Titel, also er, auf ihn bürdet so ein bisschen die ganze Stadt Wano oder das ganze Land Wano, und er ist halt so voll der Problemwolf, der nur Probleme macht, und dann sieht man ihn so das erste Mal, wie er da so typisch frisst, so anime-mäßig, aber auch auf einer scheiß Leiche, so. Ey, das ist eigentlich, guck mal, ey, Respekt hin oder her, was wollte er damit machen? Er wollte doch eigentlich nur aus Respekt nochmal mit seinem Freund zusammen speisen, oder? Ja. War das so? Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Warte, ich glaube, so sollte das erklärt, so, dass die anderen verstehen das nicht und so, aber ja, also Oden hatte keinen schlechten Gedanken dazu, muss man schon sagen. Ja, normal, aber Digga, richtig den Topf auf das Gerippe zu legen, Digga, das ist doch nicht die feine Art, Digga. Ja, das muss doch nicht sein. Das muss auch echt nicht sein. Das ist halt, also es ist halt sehr eigen, muss man sagen, wie Oden da so drauf ist. Aber ja, so wird er halt eingeführt. Man, alle sind halt auch total entsetzt. Die ganzen Leute schauen halt in Trauer zu ihm und verstehen es halt nicht.
Und dann, ja, und dann muss man sich vorstellen, Oden ist da halt und ist so total, und alle sind total beschämt und denken sich, was zur Hölle hat dieser Mann gemacht? Und er geht dann so weg und sagt so, ja, mein Beileid noch an die Familie, so, weißt du? Das ist, ach. Ja, ja, das ist schon geil gemacht, aber so. Das ist schon sehr geil gemacht. Dass er sich gleich so abkapselt, so von der Masse, sag ich mal so, ne? Ja, er ist halt total anders, so, er hat seine eigene Ansicht und so, alle sind halt, ja, alle sind total schockiert, was will man groß dazu sagen, Oden hat halt so seine eigene Herangehensweise, wie er mit der Sache umgeht, ja, und das andere ist halt, also das Finale des ersten Chapters, wo man Oden quasi sieht, ist dann halt wie ein Berggott, so nennt sie es, auftaucht, und dann führt es halt zu dem Berggott-Vorfall, und das ist quasi das erste Flashback-Chapter, was man dazu sieht, wie Oden halt eingeführt wird, also Chapter 69 quasi. Ja, also das ist heftig, auch der Berggott, wie groß der ist. Also man sieht es dann ja im nächsten Chapter so, also der greift die Stadt an, wir gucken das alles noch nebenbei immer an, Leute, so dass ihr Bescheid wisst. Der greift hier komplett die Stadt an, der ist so riesig und ich dachte immer noch so, das ist wirklich so eine Kreatur wie so Nisha, so, aber so groß ist er dann doch nicht. Ja, und auch nicht so gefährlich, also Oden kriegt ihn ja direkt dann zerschlitzt, also teilt ihn ja richtig in der Mitte durch, so, ne? Ja, ja, also man sieht schon, er ist schon irgendwie krass, weil er irgendwie Häuser und so in einen Bissen verschlingt, also mit einmal verschlingt. Oden will dann direkt das Wildschwein haben, also er sneakt sich direkt das Wildschwein, um es dann mitzunehmen, als Lockmittel, könnte man so sagen. Ja, und dann kommt halt dieser Berggott-Vorfall. Was will man groß dazu sagen? Ich meine, da ist ein fettes Schwein, was die ganze Stadt verwüstet. Alle rennen weg. Ein paar Leute versuchen dagegen zu halten und das Schwein zu besiegen. Schlussendlich holt sich halt Oden die Credits. Also Oden zersäbelt das Vieh halt. Was aber auch wieder cool gemacht ist, weil Oden dann halt direkt so dieses Schwein so einfach hochhält und so, und so sagt, willst du das Vieh hier so mäßig so, weißt du? Und hält das so richtig unwürdig hoch, um das Schwein halt anzulocken. Also um den Berggott anzulocken halt. Und dann benutzt er den Zwei-Schwerter-Stil. Und man sieht da auch schon direkt das, was man auch bei Zorro dann auf Dressrosa so mit das erste Mal gesehen hat, das Rüstungshaki auf den Schwertern. Also das sieht man da schon. Ja, stimmt. Und das ist halt, das zeigt halt auch direkt, also klar, dass Oden schon mit 4 Jahren irgendwie einen Bären getötet hat und so, das ist krass und alles. Aber da sieht man halt auch direkt, dass er auch wirklich Talent hat für den Kampf. Also, dass er nicht nur eine Kraft hat, aber nicht richtig weiß, wie er die nutzen soll, sondern er weiß schon ganz genau, wie er seine Kraft nutzen soll. Packt er den Zwei-Schwerter-Stil aus und ist schon sehr, sehr stark unterwegs im jungen Jahr, muss man sagen. Ja, rettet die ganze Stadt und wird dann noch aus der Blumenhauptstadt verbannt, so mäßig, von seinem Vater, im Auftrag von seinem Vater. Weil er angeblich so viel Scheiße gebaut hat, ja, ich weiß nicht, also für ihn ist es ja nicht schlimm so, auch allgemein die Bindung zu seinem Vater, er hat ja gar nicht auch so mal richtig doll hinterher getrauert später, als der Vater auch nicht mehr am Leben war so. Ich weiß nicht warum, hat er wahrscheinlich nicht so eine Bindung zu seinem Vater gehabt, aber ja, ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass er dann auch außerhalb, was ja auch gleich eine wichtige Rolle spielt, außerhalb sich einen Namen macht, in Kuri. Ja, aber erstmal trifft er noch auf Shimotsuki Yasui, sehe ich gerade, genau, das war auch noch, Yasui war ja der sich später geopfert hat. Der hier noch auch ein Daimyo war, also ein Herrscher eines, sagt man, Areals oder eines Gebietes in Wano. Ja, Mann. Und das erste Mal Orochi halt am Ende, ne? Das ist auch heftig. Das Finale des Kapitels ist Orochi und das Interessante ist nicht, dass Orochi halt logischerweise jünger ist oder so ein kleiner Knabe ist, sondern den Orochi, den wir kennen, ist halt so voll das Monster, könnte man schon fast sagen. Ich meine, der da mit seinen mit seiner Teufelsfrucht, die natürlich zu ihm passt und auch seinen ekligen, ja, so Antagonisten aussehen. Also ich meine, du siehst den Charakter und du weißt, der ist böse. Und ja, und im Flashback siehst du dann halt einfach einen Orochi, der total dreckig ist, so total verlumpt ist und auch so Schramm am Körper hat. Und der sagt dann so, ja, mein Name ist Orochi und ich bin bloß ein demütiger Diener, was ja überhaupt nicht dem entspricht, was Orochi aktuell ist, nämlich der Shogun. Ja. Und das wirft einen natürlich direkt so zurück. Also man fällt halt komplett zurück in das, was eigentlich wirklich vorgefallen ist damals. Und das macht auch für alle klar, was Orochi eigentlich für ein Typ ist oder wie der sich dahin gesneakt haben muss. Und das spielt ja auch ein bisschen auf das an, was man vor dem Flashback gesehen hat, nämlich dass Orochi auch schon vorher so die Pläne nach und nach durchkreuzt hat. Und ja, das basiert halt darauf. Also sehr, sehr geil, dass man dann halt sieht, dass Orochi da nicht einfach so schon reingeslidet ist als Antagonist und das schon immer geplant hat, sondern so ein demütiger Diener war, der ja, der einfach für was ganz anderes erstmal bestimmt war. Ja, und
dann geht's halt weiter. Ich mache ein bisschen weiter. Sehen wir hier Denjiro, Kinemon, die schließen sich direkt ihm an und so, wegen der Aktion halt auch in der Blumenhauptstadt und so. Und dann sehen wir auch, das fand ich auch cool, was später auch nochmal bei seinem Tod eine wichtige Rolle spielt, wie er alle Leute kennenlernt. Also auch Kiku, Iso, Kanjuro, Raizo, Ashura Doji ist halt der, mehr oder weniger noch der Bösewicht hier, also der Banditenanführer. Boah, das habe ich gar nicht gesehen, der drückt eine Schlange aus. Der drückt gerade eine Schlange aus, eine geköpfte Schlange, und das Blut haut er sich in eine Sake-Schale und was ist denn da los, ey? Das ist ja schon ein bisschen pervers und ekelhaft. Ja. Auf jeden Fall wird er auch das Monster von Kuri genannt. Ja, also wie gesagt, Oda hat sich dann schon die Verbündeten gemacht. Besiegt dann auch Ashura Doji letztendlich. Ich glaube, das ist der. Ist das der Cliffhanger von dem Chapter? Ist auf jeden Fall cool, wie er da komplett. Also er hat komplett die ganzen Banditen erledigt und auch. Oden, wir wissen, das ist ein richtig krasses Kaliber. Auch später noch wissen wir das, so von seiner Stärke ist er richtig krass. Und der Kampf gegen Ashura Doji und seinen Leuten, er ist voll mit Blut so und hat überall Pfeile drin stecken so und hat es selber voll mitgenommen. Also was uns jetzt auch noch zeigt, dass Ashura Doji auch, der jetzt gerade noch bei Ruffy in der Allianz ist, also wie heißt der, Shutenmaru heißt er da, oder der ist eine richtige Bereicherung, also richtig doll. Wir haben auch gesehen, dass der, glaube ich, noch gegen, der hat ja auch schon gegen Kaido gekämpft und auch gegen Jack hat er gekämpft, also der scheint trügt, das ist so ein Fettsack mit so gelockten Haaren, der sieht ein bisschen lächerlich aus, aber der, Jack, der ist richtig krass. Vor allen Dingen war ja Jack auch überlegen, muss man irgendwie sagen, also er hat Jack verletzt, Jack ja. Hat ihn aber nicht verletzt, also ist nichts Ungewöhnliches für Jack, muss man auch an der Stelle sagen, aber das an sich dazu, dass das Chapter, also 962 ist das dann quasi, zeigt aber auch noch zwei andere interessante Aspekte. Das erste ist, man sieht Odens Logbuch, also Oden, wie er in sein Logbuch zeichnet, und es wird dann quasi auch gesagt, von jedem Tag quasi die Abenteuer von Oden werden in dieses Logbuch aufgezeichnet, was jetzt erstmal relativ egal scheint für jemanden, der in Wano lebt, und ich meine, dann hast du halt da mal ein Wildschwein, was zerschnitten wird und so weiter und so fort. Aber später stellt sich natürlich für alle heraus, okay, dieses Logbuch ist, da stehen wahrscheinlich Dinge drin, wo jeder One Piece YouTuber für töten würde, so gefühlt. Und ja, deswegen das an sich sehr interessant. Aktuell denkt man sich, okay, ja gut, das ist interessant, aber man kann nicht so viel damit anfangen. Und das andere ist, es werden dann die Rocks-Piraten auch erwähnt, und der Ende des der Endpunkt des Flashbacks ist es, dass 6 Jahre in dem Flashback vergangen sind und man dann halt nur noch in den, also 30, über 30 Jahre von der Gegenwart entfernt ist. Das heißt, in dem Flashback sind jetzt in 2 Kapiteln schon wieder ein paar Jahre vergangen. Ja, ey, ich finde krass, dass man die Rocks da sieht, ey, so in den Silhouetten so ein bisschen, so, weißt du? Whitebeard, das ist auch so gefühlt so extra reingedrückt von Oda, so, ja, hier habt ihr ein bisschen Hype, so, da habt ihr so ein kleines, weil da war der Flashback ja noch nicht so, da denkt man sich, oh, Digga, jetzt ist man isoliert in dem Wano Kuni Arc, aber noch vor 20 Jahren, da lernst du die Charaktere kennen, die du eh gerade erst kennengelernt hast, dann aber vor 20 Jahren so, erstmal ein bisschen low, aber, ja, ist cool zu sehen, dass die Rocks da sind und auch, genau, dass die sich jetzt einen eigenen Namen machen oder so. Man sieht auch dann ganz am Ende der Cliffhanger, ja, das fand ich auch ein bisschen ernüchternd, weiß ich noch, als das Chapter kam. Man sieht Inuarashi, Nekomamushi als Cliffhanger hinten am Ende so an der Küste von Kuri, also von Wano, gefunden. Die werden gefunden von Kawamatsu. Boah, da denkt man sich, okay, nächstes Chapter wird erstmal Mink-Action. So. Ja, und dann und so ist es, denkt man, das war ernüchternd, weiß ich noch. Da war auch die Community erstmal so, oh, Digga, jetzt bitte nicht so, aber das wurde ja richtig cool noch so. Also man sieht halt dann auch, was halt auch irgendwie gut ist, weil man sieht halt in den ersten 2 Chaptern, obwohl es Wano ist, sieht man nur neue Sachen. Also man sieht halt zwar alte Charaktere, aber man sieht überall so Sachen, mit denen man, die man noch nicht richtig verknüpfen kann. Und dann tut es eigentlich auch ganz gut, dass man, sag ich mal, so Nisha sieht und Nekomamushi und so, dass man halt so vertraute Sachen hat, weißt du, die man sich irgendwie so für sich greifen kann. Weil so Nisha und so, da wissen die Leute, ah, alles klar, Su und Mings und sowas und auch Nekomamushi und sowas mit Wano, wie das da alles anfängt, das ist schon sehr cool. Vor allen Dingen ist es auch, muss man sagen, auch irgendwie süß, dass man so, so eine kleine Katze und so einen kleinen Hund Ming sieht, weißt du, so wie die da. Ja, Mann. Und die werden da gleich hingerichtet gefühlt, so weißt du, die hängen da so an einem Pfahl gebunden, so. Und, an so einen Pfahl ist so krass. Es ist halt auch heftig, was die direkt auch wieder für Erfahrungen machen, weißt du, so die ganzen Charaktere. Und natürlich ist auch Oden wieder mit von der Partie. Digga, ich sehe nochmal, was für Yasui auch für ein Ehrenmann war.
die wollten ihn ja beklauen, so, alle, die Leute von Oden, so, weißt du, und dann hat er ja gesagt, nee, komm, ich gebe euch das so und gebt doch was drauf, so. Ja. Digga, so ein Ehrenmann, damit sie sich perfekt anziehen können, so. Ja, das ist echt so ehrenhaft. Also generell muss man sagen, wenn es um Ehre geht, dann hat man in dem Flashback wirklich genug davon. Also weil, ja, was dafür, und das mündet ja auch in einer Aktion, die wirklich... Also klar, schlussendlich könnte man sagen, auch ein Ruffy hätte das zum Beispiel, um jetzt mal ganz weit vorweg zu gehen, aber auch ein Ruffy hätte das mit dem Topf gefühlt gemacht, weißt du, der hätte auch seine Crewmitglieder hochgehalten, wenn das könnte, aber du weißt, was ich meine, so, weißt du, die ganzen Aktionen das sind ist schon alle krass, enorm ehrenhaft und jeder opfert sich hier irgendwann für den anderen auf, also das ist nicht nur Oden selbst, sondern so nach und nach entwickelt sich das und man muss ja auch sagen, das, was Oden hat, erinnert auch so ein bisschen an Ruffy, denn er schafft es enorm schnell, sich Freunde zu machen und aber nochmal vielleicht sogar so ein bisschen anders wie Ruffy, weil die Leute, mit denen Oden dann zu tun hat, die sehen ihn nicht nur als Freund, die sehen ihn ja als Bruder, als Familie, auch das sagt der Whitebeard später so, mein Bruder, nicht mein Sohn oder so, weißt du? Und alle, mit denen er zu tun hat, lieben diesen Mann und würden für den gefühlt sterben, weißt du? Das ist schon, schon echt geil. Ey, aber 63, also 963 das Kapitel. Oh, was erstmal so ernüchternd mit den Minks und so anfing, ist ja dann geendet, dass sie erstmal in der Stadt sind, so, also dass sie dann in der Blumenhauptstadt auftreten mit seinen Samurais, er wird getragen, das ist schon heftig. Und er wird auch getragen von dem Schwein, von dem Schweinebaby, ist auch lustig, dass er in die Stadt geholt hatte. Ja, egal. So, auf jeden Fall, am Ende kommt dann Whitebeard mit seiner Crew, die sind da gestrandet in Wano. Und das ist krass, einen jungen Whitebeard zu sehen, also einen jüngeren so, ich würde sagen, dass er in seiner... Ist er da Prime? Blütezeit, ich weiß nicht, aber schon echt der Blütezeit so. Marco, jung, Vista noch ohne Bart und so. Sieht echt, ist krass, dass man die ganzen Charaktere sieht. Aber umso krasser ist, dass Oden direkt auf ihn zuläuft und direkt zum Schlagaustausch da ansetzt. Und da weiß ich noch, am ersten Blick sah es für mich aus und es sieht für mich immer noch fast so aus, dass die vom Schlagaustausch so Abtausch ebenbürtig sind. Weißt du, was ich meine? Also es wurde so dargestellt eigentlich in den Panels so, ziemlich gleichwertig, also nicht einseitig oder so, dass Whitebeard ihn jetzt, das ist einfach gleichwertig, werden die dargestellt. Die beiden schlagen gegeneinander, Haki-Blitze, Whitebeard sieht angestrengt aus, hat Schweißperlen auf der Stirn und Oden auch gefühlt. Deswegen, da habe ich gedacht, okay, Oden ist auf Whitebeard-Level. Was ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen würde eigentlich, nachdem wir noch ein bisschen mehr im Flashback gesehen haben, so von Oden, auch bezüglich noch mit Roger und so, was Oden da gleich erlebt. Weil wir wissen ja, Whitebeard und Roger waren ungefähr gleich. Was würdest du sagen? Ja, also vom Gefühl so. Erstmal interessant, natürlich klar, man sieht die ganzen Whitebeard-Leute und Whitebeard selbst. Man sieht auch, dass die Moby Dick einfach komplett wasted ist, also das Schiff komplett hinüber ist. Klar, das Finale, das hat richtig für Furore gesorgt in der One Piece Community, weil also, dass Oden mit den zwei Schwertern umgehen konnte, das hat man vorher schon gesehen bei dem Berggott-Vorfall. Aber hier war halt für alle klar so, oh scheiße, der spielt in einer ganz anderen Liga. Schlussendlich muss man aber sagen, Whitebeard hat den Schlag ja erstmal nur pariert. Klar, man sieht direkt die Haki-Blitze fliegen und so weiter und so fort. Aber schlussendlich hat er den Schlag erstmal nur pariert. Oden hat ja nicht mal, also Oden sieht zwar freudig aus und er freut sich darauf. Whitebeard selbst... Er freut sich erstmal nicht, weil er kennt die Person ja gar nicht. Aber später sieht man ja auch nochmal Oden gegen andere antreten. Also jetzt in Bezug auch auf Roger. Und wenn man das kombiniert, würde ich schon sagen, dass ein Whitebeard, wenn der jetzt wirklich all out gehen würde, dann würde der einen Oden schon besiegen können. Weil man halt auch einfach sagen muss, dass Oden zwar sehr, sehr stark ist, aber zu der Zeit ein Roger und ein Whitebeard vielleicht nochmal so ein, die waren nochmal ein Schnuff stärker, weil die halt auch einfach reifer waren. Die haben ganz andere Kampferfahrungen gesammelt, wie Oden, der nur in Wano Kuni so mäßig unterwegs war, weißt du? Deswegen. Ja. Das ist halt auch noch so ein Punkt. Heftig fand ich dann die Stelle am Ende, wie er dann den Whitebeard-Piraten beigetreten ist. Das finde ich immer noch eines der geilsten. Also wir haben ja schon oft von den Struten gesehen, wie Leute der Strohpiraten mal beigetreten sind oder so, aber ey, das Coolste in eine Crew beitreten war das auf jeden Fall, Digga. Besser geht's nicht, ey. Er hängt da 3 Tage an der Kette, das ist die Prüfung von Whitebeard, die er dann so gesagt hat, ja, der hängt 3 Tage an der Kette hier am Schiff und so, dann kannst du in die Crew, dann segeln wir zusammen und... Digga, was er da durchlebt und so, voll im Umwetter und dass er auch schläft an der Kette und sich einfach wirklich 3 Tage da festhält und auch komplett zerbeult ist am Ende und dann am Ende nur loslässt, weil er Hilfeschreie hört, so. Ja, das ist also kurz vor, das war ja ganz kurz vor knapp, so, weißt du, er hätte es ja fast geschafft, so.
Ja, das ist das ist genau der Punkt. Also, was ich noch cool finde, ist, ist die Interaktion zwischen den Charakteren selbst, weil man halt zum Beispiel so Sachen sieht. Also, als Beispiel, man hat ja mal gesehen, dass Marco auf der Insel von Whitebeard aktuell ist und da so ein bisschen so den Leuten da hilft, die da leben und so weiter und so fort. Und da ist ja Nekomamushi auch hingekommen und dann haben die auch kurz über Kaido und so gesprochen. Und hier schließt sich halt so ein bisschen der Kreis, weil man sieht halt Marco auf Wano Kuni mit Nekomamushi und so reden, weißt du? Und dann weiß man halt erstmal, dass die sich schon früher getroffen haben, dass die schon früher miteinander was zu tun hatten und auch schon, ja, wie die einfach miteinander umgegangen sind und so. Und das ist echt richtig, richtig cool. Und natürlich Oden an der Kette. Ich meine, der hat da sogar Spaß dran. Der hält das da ewig durch. Und man muss einfach auch ganz klar sagen, Oden hätte das einfach geschafft. So, er hätte es einfach geschafft, sich 3 Tage an diese Kette zu halten. Und das ist halt, das ist schon echt krass. Was ja im Nachhinein eigentlich lächerlich ist. Weißt du, wenn man das da mit dem Öl am Ende noch klar berücksichtigt, was er denn da noch geschafft hat. So. Ja, das ist so krass. Das ist echt so krass. Also das hat wirklich den kompletten Rahmen gesprengt. Aber ja, also generell ist es so geil, wie Oden da ins Spiel gebracht wird. Und auch, dass er mit Whitebeard unterwegs ist. Und auch, man muss ja auch sagen, was für eine coole Zeit die Whitebeard-Piraten hatten. Weil dem Grunde nach kennt man von den Whitebeard-Piraten ja auch nur, ich sag mal, so ein bisschen so eine leidige Story. So erst hast du, das erste Mal, wo du von den Whitebeard-Piraten gehört hast, war dann, wo die, wo Fetch die Finsternis hochgefunden hat, dann einfach abgestochen wurde von einem anderen Crewmitglied, so weißt du. Dann hast du Ace, der jagt Blackbeard, also ein Ex-Crewmitglied, wird dann ausgeliefert so und dann kommen die Whitebeard-Piraten und werden auf dem Marinefort fast alle ausgelöscht so gefühlt oder halt der Captain wird mit ausgelöscht. Das ist schon richtig krass. Also das ist richtig, richtig krass. Und dann halt der Cliffhanger natürlich von den Chapter, Goldie Roger himself. Und wie er sagt, dass er Oden kennenlernen möchte. Was dann, da bin ich ausgerastet, als ich das gesehen habe. Das ist so geil, weil das hat einfach direkt gesagt, Leute, wir kriegen mehr von Roger. So, es war klar, wir kriegen einfach mehr von Roger. Klar, man sieht auch Buggy als Kind und Shanks als Kind. Aber in dem Moment, wo man jung Roger sieht, der einfach sagt, ich will jetzt zu der Person, über die der Flashback geht, das war ein Genuss. Da hat man sich richtig gefreut aufs nächste Chapter. Ja, also dass man da Roger sieht, so richtig fresh mit Kette. Ja, und dann noch Shanks und Buggy, ey. Fand ich richtig geil. Und dass er halt, wie gesagt, ihn treffen will, Oden, weißt du? Das ist heftig so. Und dann wussten wir auch schon ungefähr, in was für eine Richtung der Flashback geht. So, also da hätte alles kommen können. Also wir hätten noch viel krassere und mehr Sachen sehen. Das hat ja Oda selbst gesagt. Er hat ja gesagt nochmal, jahresabschließend nochmal so, ja, wenn ich jetzt noch länger in dem Flashback bleibe, dann werde ich hier noch Sachen enthüllen, die ich eigentlich noch gar nicht enthüllen will, weil das einfach, das ist so ein schmaler Grat. Er ist da bei Roger, Whitebeard und so. Das ist alles viel zu krass. Ja, und jeder Satz ist halt so super relevant, weißt du, für die Zeit, weil man weiß ja, dass das One Piece selber, oder auch so das verlorene Jahrhundert, dass all das halt auf eine alte Zeit anspielt und dass halt so Leute wie Whitebeard und Roger, die beide tot sind, somit die Schlüsselpunkte sind, um diese Lücke zu schließen. Und deswegen ist halt auch so jeder Satz zu dieser Zeit, voll das dünne Eis, weißt du? Weil man natürlich auch weiß, also Oda selbst weiß ja auch, dass natürlich alle Leute wie so Geier über die Chapter kreisen und nur darauf warten, da irgendwas rauszupicken, was man nutzen kann für irgendwelche Theorien, weißt du? Und deswegen, das ist auf jeden Fall ein schmaler Grat. Ja, danach das Chip. Wie zum einen die Sache, die gleich noch kommt, sind wir gleich mit Blackbeard, dass er noch nie geschlafen hat. Ey, Digga, das war auch ein Brecher, als das kam, ne? Also, wir sehen ja auch zum Beispiel gleich das erste Mal Blackbeard als Kind so. Die segeln halt rum, wir sehen Momos geboren, ja, okay. Aber okay, das ist cool, dass er auf dem Schiff von Whitebeard geboren wurde, so. Und dass wir Blackbeard als Kind sehen, wie er anheuert, so, dass er mitkommen darf und so, das ist auch krass so, dass sich Whitebeard eigentlich so, eigentlich ist er schuld an dem ganzen, Elend so, aber was soll er auch machen, so einen armen Waisen so, natürlich nimmt er den dann auf so, aber es ist, ja, letztendlich hat er den Dämon großgezogen, aber ich weiß auch heute noch nicht, es gibt zwar eine Theorie, warum er noch nie geschlafen hat, jetzt Blackbeard, so, aber ich glaube, das ist was Übernatürliches. Also viele sagen, ja, weil er aus dieser kalten Gegend kommt. Und damals gab es mal so eine Anspielung von Ruffy, dass er gesagt hat, als sie auf Drum waren, ja, in kalten Arealen und bla, Leute, die daherkommen, so, die schlafen auch nicht und so. Das wurde angeteased, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich was Übernatürliches. Er kommt ja auch da, was ist das? Es sieht aus wie eine Stadt, die so ein bisschen, ja, sieht fast europäisch aus, keine Ahnung, aber sieht auf jeden Fall nicht kalt aus. Sieht ja selbst auch ein bisschen ländlicher aus, so. Und zum anderen
vielleicht weniger schlafen oder so, aber gar nicht schlafen ist ja die Sache. Und auch hier wieder cool, weil für die Leute, die das mal gesehen haben, oder wird oft mal gefragt, Charaktere beispielsweise als Frau zu zeichnen oder wenn es männliche Charaktere sind oder umgekehrt oder zum Beispiel älter zu zeichnen oder als Kind zu zeichnen. So beispielsweise auch die sieben Samurai, die er als Kind zeichnen sollte. Damals war Blackbeard auch noch einer der sieben Samurai und Oda hat ihn als Kind gezeichnet. Und der Blackbeard als Kind saß da und das war der einzige Charakter, der da gezeichnet wurde, der noch was anderes hatte. Das heißt, sonst hat man immer nur Mihawk als Beispiel gesehen, als Kind, aber nur die Person selbst so. Und bei Blackbeard hat man aber noch so einen Mond und also eine Nacht gesehen und einen Mond hinten. Und man dachte sich so, ja, warum? Also man konnte ja nichts damit anfangen so. Man konnte zwar die ganze Zeit mutmaßen, wegen auch dem D und sowas, aber schlussendlich war es ja ein Blackbeard, der bei Nacht dann einfach so, weißt du, einfach so geguckt ja, hat. Ja. Und jetzt weiß man halt, dass dieser Blackbeard nicht schläft und deswegen ist es ja klar, dass er nachts dann irgendwie da sitzt, weil alle anderen Leute sind am Schlafen so und er selbst kann nicht schlafen. Das ist halt so. Das Ding ist bei Film Z, ne? Bei Film Z wurden die ja nochmal koloriert und am Ende beim Outro, bei den Credits oder so, wurden die Kinder nochmal dann alle Charaktere als Kinder so, ich glaube, das war bei Film Z am Ende, nochmal so gezeigt. Deswegen gibt es auch diese kolorierten Versionen zum Beispiel von diesem Blackbeard-Bild, ne? Und da sieht man zum Beispiel am Boden auch Schnee so auf denen, weißt du? Deswegen auch diese Theorie noch. Das ist auch so ein Ding, was da mit reinspielt. Ja. Aber sieht man nur, ja, obwohl sieht man das auch bei dem, nee, bei dem gezeichneten. Ja, ist das schwer zu deuten, weil Schnee ist halt weiß, so. Ja, aber da sieht man halt noch Schnee unter seinen Füßen, obwohl er eine kurze Hose trägt und so, ist auch ein bisschen komisch. Aber, ja, das wollte ich noch kurz mit reinwerfen. Keine Ahnung, ob das eine Relevanz hat, so. Cool ist dann auch, dass wir die Vorbesitzerin sehen. Was wolltest du noch sagen? Achso, ja, einfach generell wollte ich noch sagen, halt, da sieht man halt auch schon wieder, wie viel man halt erfährt über Charaktere, die jetzt auch aktuell noch relevant sind. Beispielsweise dann halt Blackbeard, ja. So, weißt du? Also, das war wirklich voll mit Informationen. Aber erzähl uns recht, ruhig. Ja, ich wollte sagen, dass wir dann auch dann mehr oder weniger ist das ja der Ursprung des ganzen Bösen so. Natürlich hat Orochi, also ich rede jetzt über die Vorbesitzerin von der Klonfrucht oder Transefrucht oder wie man sie auch nennen will, dass diese alte Hexe dann auf Orochi trifft, so weißt du. Und sie hat ihn ja eigentlich die Flausen in den Kopf gesetzt, so weißt du, was ich meine? Orochi selber wusste zwar auch später so, dass sein Clan damals, sein Opa und so damals vom Kozuki-Clan ja wohl irgendwie schlecht behandelt wurde oder bekämpft wurde sogar oder irgendwie so. Aber eigentlich ist ja diese alte Hexe, die sich ja verwandeln kann in alle so, eigentlich ist sie ja der Ursprung des Bösen so. Sie setzt ihn das in den Kopf so, ja, mach das und dies und so und ich helfe dir. Und ihr Mann kommt ja später auch noch mit der Barrierefrucht. Die helfen ihnen ja extrem so. Und das sind einfach zwei richtig krasse Teufelsbenutzer, die einfach so in so einer zerrotteten Hütte im Wald wohnen, so auf so einem Friedhof. Einfach so zwei krasse Teufelsrohrnutzer, eigentlich. Und guck mal, und die haben sich einfach dazu entschieden, okay, da ist ein Nachfahre vom Kurosumi-Clan. Ich glaube, das sind auch Kurosumis sogar, ne? Und den machen wir uns jetzt zunutze und wir ficken jetzt das ganze Land so. Das die zwei halt alten auch, Leute. Ja, es ist halt zwei Teufelsrohrnutzer, die alles auseinandernehmen. Genau, so. Erstens, das ist, passt enorm gut, gerade die Transenfrucht. Und da sieht man auch das, was mit der Frucht dann eigentlich, also was halt damit möglich ist. Damit, das ist eine der heftigsten Teufelsfrüchte. Damit kannst du ganze Länder quasi erobern. Das hat man ja auch damals schon so ein bisschen die Thematik gesehen, weißt du? Wo man einfach das Gesicht des Königs genommen hat. Also in der Gegenwart quasi. Ja. Aber jetzt sieht man das halt auch so, was damit möglich ist. Damit kannst du ein ganzes Königreich stürzen. Oder zum Beispiel ist ja auch diese Teufelsfrucht dafür verantwortlich, schlussendlich könnte man sagen, dass Oden den Kampf gegen Kaido verloren hat, weißt du, wenn du es so siehst. So. Ja, deswegen, das kommt auch noch. All das enorm geil. Sie sagt dann auch quasi zu Orochi, weißt du, was mit deinem Großvater passiert ist? Orochi weiß es nicht ganz genau, also kennt die genauen Hintergründe nicht. Sie sagt nur, es ist eine Lüge, was er gehört hat. Er wurde getötet von den Kozuki-Clan und klar, dadurch legt sie natürlich das Feuer, was dann halt später dafür sorgt, dass naja, das sich Wano Kuni in so eine ganz andere Richtung entwickelt. Und sie hat auch die Teufelsfrucht, die er dann isst, ne? Das ist auch heftig. Ja. Was sind das für zwei Typen? Also, die beiden haben Teufelsfrüchte und die haben noch so eine krasse Teufelsfrucht in der Hinterhand für jemanden. Ey, was sind das für heftige Leute so? Und Wano Kuni ist so isoliert. Wo haben sie die Teufelsfrucht her? Weißt du, was ich meine? Mit der Yamata no Orochi-Frucht, mit den mehrköpfigen Schlangendrachen-Dings so. Das ist ja eine krasse Zoan-Frucht. Und die hatten sie noch so in der Hinterhand, oder was? Die beiden hatten zwar Teufelsfrüchte, weißt du, sie konnten die nicht essen, aber ich finde es heftig. Was sind das für krasse Leute so? Ja, vor allen Dingen, man darf ja auch nicht vergessen,
also hier auch wieder 100 interessante Sachen. Erstens, die haben die Teufelsfrucht, das erinnert auch so ein bisschen an Drehpol. Er hatte ja auch schon die Fadenfrucht für Doflamingo ready, so als, als Doflamingo an die Macht kam. Und die Sache ist halt auch, sie sagen halt so, wenn du meinen Anweisungen folgst, dann gebe ich dir die Macht, die du brauchst, um Shogun zu werden. Und man zeigt halt die Teufelsfrucht, wo jetzt die Frage ist, die, dass sie halt auch schon wissen so mäßig, dass die Teufelsfrucht ihnen auch die gewisse Stärke gibt, die er braucht, weißt du? Es gibt ja auch Teufelsfrüchte, die geben dir dann keine passende Stärke mit. Und auch hier, muss man sagen, hat Oda Kritik eingesteckt für die Teufelsfrucht. Hast du das mitbekommen? Wegen den, Kringelmuster, was fehlt, wegen so. Wegen den Kringelmustern, da sind ja ein paar Leute steil gegangen. Weil Oda gesagt hat, dass jede Teufelsfrucht dieses Kringelmuster hat. Ihr alle kennt es von den Teufelsfrüchten. Hat das nicht einen Namen, dieses Kringelmuster? Heißt das nicht Ornament oder irgendwie so ganz komisch? Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Leute, das ist peinlich jetzt. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. So, es hat, glaube ich, richtig einen Namen. Mhm. So eine Musterung oder genau, so. Es hat einen richtigen Namen. Jede Teufelsfrucht hat das, laut Oda. Zumindest hat er es selbst so gesagt. Und ihr alle kennt es ja auch von allen möglichen Teufelsfrüchten. Egal, ob es Logia-Früchte sind oder Paramecia oder auch Zoan-Früchte. Alle haben diese Rifflung. Und diese Teufelsfrucht hat die nicht. So, die Sache ist halt, ob Oda da einen Fehler macht. Man muss ja sagen, die Fehlerrate bei Oda ist eher gering. Deswegen ist halt die Frage so, ob er, weil er die Teufelsfrucht halt so bewusst in Szene setzt oder ob es damit noch was anderes auf sich hat. Dass ja, es ist ja auch, guck mal, es ist ja auch so eine Ananas und die schält man ja auch. Aber okay, die haben auch die Banane, Ecki und so, auch das, die haben das auch geschält so. Ich wollte sagen, dass vielleicht das jetzt nur die Schale ist und dass man es ab pellt, also die Schale aufmacht und dann ist da drin vielleicht das Kringelmuster, aber keine Ahnung, es ist ja auch da oben, diese Ananas hat ja auch diese verschiedenen Blätter oben, sag ich mal, so, und viele sagen, dass ein Blatt für einen Kopf steht, so von der, weißt du, von der Schlange, so, und ihr kriegt ja diese mehrköpfige Schlange. Ja, das stimmt, aber ja, es ist halt die Sache, also wie gesagt, ich würde es nicht so, weil man darf ja auch nicht vergessen, Orochi ist ja auch im aktuellen Geschehen noch relevant für Wano Kuni und wir wissen noch nicht so viel von der Stärke der Teufelsfrucht an sich, auch die wird im Flashback noch nicht so komplett ausgeführt, deswegen darf man es halt nicht, also würde ich da auch nicht zu früh irgendwie falsche Schlüsse ziehen, vielleicht mal abwarten, ob sich da noch was ergibt, also deswegen. Das noch dazu. Cool ist, dass am Ende des Kapitels auf jeden Fall schon angeteased wird, die Roger-Piraten treffen auf die Whitebeard-Piraten. Das wurde da angeteased, weil wir sehen die Roger-Piraten, wie Roger da oberkörperfrei, also oberkörperfrei nicht, aber wie er da badass steht so und die Marineleute zusammenprügelt und auch Garp und Sengoku fordert, weil alle anderen nur Waschlappen sind für ihn so und alles, weil er einfach so stark ist und wir sehen Shanks, wie er eine Schokolade frisst und das da auf einer Leiche so, ist auch heftig auf einem besiegten. Und die ganze Insel ist in Aufruhr, weil halt, wie gesagt, Tiere das wohl schon spüren, dass jetzt zwei dicke Persönlichkeiten aufeinandertreffen oder mehrere sogar. Mhm. Aber vielleicht, ja, also vielleicht noch ganz kurz zu dem letzten Panel, was finde ich enorm geil ist, weil erstmal Roger selbst hat auch gar nicht richtig Lust, gegen diese Marineleute zu kämpfen. Ich glaube, bei den einen Marinetypen, den er da so hält, steht sogar Vizeadmiral hinten drauf. Also bin ich mir sogar bin ich mir nicht ganz sicher, könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, aber das an sich schon ultra krass, wie er die da einfach raidet, keiner von denen hat auch nur einen Kratzer, Shanks sitzt da quasi auch so mäßig in Russenhocker auf den einen Marinesoldaten drauf und frisst halt, und es ist halt auch irgendwie enorm cool, weil Roger auch hier schon sagt, es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir uns sehen, Whitebeard, und also man sieht schon, Roger weiß schon, was auf ihn zukommt, so. Und es ist halt auch voll krass. Also, Roger in jungen Jahren, da siehst du erstmal, was das für ein Tier wieder war. Er hat so sein Hemd auf, weißt du? Und ist so voll das Biest. Richtig krank. Richtig krank. Also, da, man muss auch sagen, Roger hat mit die geilste Präsenz von allen. Und das nächste Chapter, finde ich, ist eins der geilsten One Piece-Kapitel überhaupt. Ja, überhaupt und auf jeden Fall, ja, eins, ja, okay, der Flashback ist schon krass, aber das ist eins der geilsten auf jeden Fall, wo dann auch direkt, also die Crews aufeinandertreffen, Oden läuft wie so ein Bekloppter erstmal, wie so ein, wirklich vom Hafer gestochen, läuft er da auf Roger zu. Und cool finde ich, dass Roger auch sozusagen als Gopa Gaban und Rayleigh sich vor Roger stellen, so wie Zoro und Sanji auf den. Und Roger aber an denen vorbeiläuft und auch selber sagt, dass das seine zwei besten Leute sind. So, also man hat da erfahren, Scopa Gaban und Rayleigh, das sind die größten Ficker aus seiner Crew. So. Ja, aber ich finde, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, auch wieder ein bisschen off-topic, Leute, aber kann man auf jeden Fall mal mit dazu erwähnen. Ich muss sagen, wenn ich Manga lese, ist es ganz, ganz schwer, finde ich, zu lachen. Also, wenn du was liest, dann ist es schwieriger, weil du es halt in deiner eigenen Stimmlage, ich weiß nicht, ob ihr
wisst, was ich meine, aber dass du es mit deiner eigenen Stimme quasi liest, ist es schwer, oder halt auch immer in der gleichen Tonlage durchliest, ist es schwer, quasi Witze rüberzubringen. Also es ist schwer zu lachen. Und deswegen finde ich das so geil, weil in den Kapitel musste ich wirklich richtig laut lachen, wo Roger so sagt, Rayleigh, Scopagaman, ihr seid viel zu wichtig, ihr dürft nicht kämpfen, wenn ich euch verliere und so, das wäre viel zu schlimm. Und alle und Rayleigh und Scopagaman sagen einfach so, Mann, du willst doch nur selber kämpfen. So, das ist ultra lustig, weil Roger halt genauso ist wie Ruffy. Er möchte einfach selber kämpfen und zieht deswegen seine Kameraden zurück. Also das ist wirklich eins der geilste Szene, habe ich richtig laut gelacht, und dann kommt es wirklich zu einem Clash, der ist also wirklich, wo Whitebeard und Gold Roger das Ding ist, die Waffen kreuzen sich ja nicht mal, der Druck von den Waffen, also dieses Naginata von Whitebeard, was ja ein Drachenschwert ist, und auch von Roger das Schwert, was vermutlich jetzt auch mal ein Drachenschwert ist. Locker auch, beide mit Rüstungshaki, man sieht quasi, dass das Haki sich clasht, also dass es so bricht, ähnlich wie zum Beispiel bei Don Jinjao und Ruffy, wo die gegeneinander geschlagen haben, wo dann auch dieser Whitebeard-mäßige Einschlag kam, aber die berühren sich nicht mal, diese Kraft, die davon ausgeht, ist so krass, was halt einfach, was unglaublich ist, also wirklich, das ist unglaublich, wie heftig die beiden sind. Und dass sie auch beide grinsen einfach. Also da sieht man auch mal, muss man auch wieder sagen, an der Stelle hat man gemerkt, dass Whitebeard auch bei Weitem nicht alles gegeben hat, als er den Schlag von Oden abgewehrt hat. Weil hier sieht man das Rüstungshaki auf den Naginata von Whitebeard, was man bei Oden nicht gesehen hat. Und man sieht halt, man sieht halt einfach, dass die Intensität von den Angriffen eine ganz andere ist, so weißt du. Also bei Oden hat das nur abgewehrt und hier greift er halt wirklich an mit Kraft. Ja, und auch richtig mit so einem Haki-Schweif, der sich hinter dem Schwert zieht. Das so. Und ist so geil. Aber davor der Schlag letztendlich gegen Oden, da haben wir den ersten Angriff, den wirklich namentlichen Angriff von Roger auch gehört. Was steht im Deutschen? Du hast ja die deutsche Dings auf. Ja, aber steht da nicht noch eine so sternchenmäßig, was das bedeutet? Ja, Aversion to Divinity, also das heißt ja sowas wie Ablehnung gegen Gott oder so, das muss ja bei dir auch stehen, irgendwie sowas, was es bedeutet, weißt du? Welche Seite ist denn das? Einfach genau da, wo er Dings prügelt, also wo er Oden prügelt. Ich glaube, der Angriff hieß Ablehnung gegen Gott oder sowas, irgendwie so. Also es ist auf jeden Fall in der Namengebung, so der Angriffe von Roger, steckt auch irgendwas drin, so dass er sich ablehnt, so gegen wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob damit die Tenryubito gemeint sind oder wie viel man da rein interpretieren soll, aber man darf ja auch nicht vergessen. Der erste Angriff von Roger, so, den man kennt. Ja, erstmal der erste Angriff, und man darf auch nicht vergessen, auch hier wieder direkt, Oden hatte nicht den Hauch einer Chance. So, also er hat den Angriff gegen Oden gemacht und Oden hat direkt kassiert, so, und eine Millisekunde später, also es war jetzt nicht so, dass Oden da schwer verletzt war, aber er hat auf jeden Fall was abbekommen. Roger wollte ihn natürlich auch nicht ernsthaft verletzen, aber quasi eine Millisekunde danach kämpft Roger schon gegen Whitebeard und Oden war nur so Beilage, kurz so nebenbei für ihn, weißt du? Deswegen. Ja, lachhaft. Lachhaft. Deswegen, das ist echt richtig geil. Und der Impact von dem Schlag ist so gewaltig, das muss man sich mal vorstellen. Die ganze Insel bebt quasi, überall merkt man die Aura, aber man muss sich vorstellen, die Moby Dick, die auf Marineford einfach die Wand durchbrochen hat, als Oster da durchgeschoben hat und so, weißt du? Brachiales, schweres, großes Schiff wird einfach fast umgeschleudert. Allein durch den Impact, der durch den Schlag entsteht. Und das ist halt so geil. Auch Roger und Whitebeard begrüßen sich dann quasi so, ja, du siehst gut aus, Roger, und wie alt bist du inzwischen, Newgate? Ist echt lustig, weil die beiden lachen und sich auf einer irgendwie freundschaftlichen Ebene begegnen, aber auch auf so einer Rivalenebene, und das ist halt richtig cool. Und auch so die Crews, wie die dann so gegenüberstehen, weißt du, das ist echt so geil. Ja, auch, dass sie 3 Tage und 3 Nächte gekämpft haben, also, ist auch wieder so ein bisschen schade, dass wir es nicht gesehen haben und so, okay, aber wir sehen die Crews, die beiden Crews kämpfen, und oben der Himmel ist schon nicht mehr gespalten, wie man es kennt von 2 Kaisern, wenn sie sich treffen, sondern das ist einfach nur noch komplett ein Wirbel und ein Wirrwarr, so, weil der Himmel, glaube ich, selber gar nicht weiß, wie er sich spalten soll. Das ist einfach zu krass. Und danach ist das Coole aber, dass die Crews trotzdem miteinander gut auskommen, zusammen trinken, zusammen Schätze teilen und sich miteinander unterhalten und gar nicht mehr, wie du gerade gesagt hast, so komplett verfeindet sind, sondern einfach Rivalen mit Respekt sind so und sich einfach auch respektieren gegenseitig so. Was
eigentlich heutzutage, eigentlich ja in der Piratenwelt, jetzt, wenn man in der Gegenwart guckt, gar nicht mehr so existent ist, sowas, so ein Verhältnis so zwischen zwei Rivalen. So, mir fällt auch zum Beispiel bei Ruffy kein Gegenspieler ein, so, der vielleicht so sein könnte. Selbst ein Kid ist ja nicht so korrekt immer zu Ruffy und so und ist auch eigentlich eher so verfeindet und würde Ruffy eigentlich immer ein Messer in den Rücken stechen, wenn er könnte. So, deswegen, ja, es ist schwer heutzutage sowas zu finden. Vielleicht ist Corby noch so einer, der mit Ruffy später, aber es ist ja, ja auch kein Pirat. Aber ja, trotzdem, ja, genau. Ja, trotzdem erfahren wir dann hier auch das über Blackbeard, dass er noch nie geschlafen hat. Aber es ist auch nur Erzählungen so, aber das wird nicht ohne Grund einfach nur so jetzt erzählt, dass Oda das einführt, so, das wird hier einfach erzählt. Ja. So, man sagt sich das und das wird auch wahrscheinlich stimmen, dass er noch nie geschlafen hat. So. Ja, was genau. Auch wahrscheinlich ein kleines Puzzlestück ist in dem ganzen Wirrwarr, Fragezeichen, Urwald von Blackbeard, so, von den ganzen Mysterien um ihn. So. Ich glaube, das ist ein kleines Puzzleteil, was am Ende damit reinspielt, was er ist, so, dass er vielleicht kein Mensch ist, so, kann ich mir schon durchaus vorstellen. Cool finde ich dann aber auch, dass wir Roger sehen. Oh, das Chapter war ja so heftig, Mann. Das Chapter war eins der geilsten. Wir sehen hier die ganze, die ganze Welt ja, so Roger aufgeteilt, nochmal so. Also man muss auch sagen, jetzt könnte man über jede Seite in den Kapitel Ewigkeiten reden. Deswegen das quasi an der Stelle. Also man muss sagen, die können über jeden einzelnen Aspekt in der Geschichte Ewigkeiten reden, über jede Seite an sich. Roger selbst hält auch so eine kleine Geschichtsstunde an der Stelle. Also er sagt dann quasi, dass wie sich alles verhält, wie die Poneglyphe sind, wie er die letzte Insel gefunden hat. Und man sieht halt auch dann eins der interessantesten Dinge überhaupt, finde ich. Und zwar sieht man einfach, wie Roger mit Whitebeard redet, also mit Whitebeard und Kuzuki Oden. Und er dann sagt, ganz genau, und dann werde ich und Whitebeard und Oden sagen was. Also man weiß nicht genau, wovon sie reden. Man sieht den letzten Satz nicht oder man hört den letzten Satz ja nicht, den die beiden sagen. Und das ist so geil, weil alle Leute wollen wissen, was dieser letzte Satz ist. Alle Leute wollen wissen, was Roger da gesagt hat, aber man erfährt es nicht. Und wie gesagt, man könnte über jede Seite Ewigkeiten reden. Aber und es ist zu 100% nicht Piratenkönig. Ja. Das ist klar. Genau, so, es kann nicht Piratenkönig sein. Weil er sich später noch wundert, so, weißt du? Später wundert er sich so, oh, sie nennen mich Piratenkönig, so, gefällt mir, so auf den, weißt du, also das, sonst hätte er den Namen ja jetzt auch, dann hätte er das ja auch anders erwähnt, so, weißt du? Ja, genau, deswegen, also das enorm krass, dann geht es halt um die Debatte, dass, dass Roger, Oden mitnehmen möchte, und das ist natürlich ein No-Go, man kann nicht einen Captain einfach sagen, ich möchte deine Person mitnehmen, aber schlussendlich kommt es halt dazu, also Oden landet auf dem Schiff von Roger, was sehr geil ist. Also Oden hat, denke ich, als Pirat oder in seinem kurzen Piratendasein mit mehr erlebt als jeder andere, weil er halt mit Roger unterwegs war, somit die letzte Reise da angetreten hat, als auch mit Whitebeard in der Primetime unterwegs war und so. Deswegen, der hat mit das Geilste überhaupt erlebt. Und hier erfährt man auch eine zeitliche Gegebenheit. Und zwar sagt Krokus, der Schiffsarzt von der Roger-Piratenbande, zu Roger, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat und Roger ist deswegen halt sehr in Eile und möchte schnell los und sie landen auf einer Insel namens Skypia. Das ist quasi. Das ist auch heftig, ne? Genau. Dass sie da sind und Sky das Poneglyph ja machen. Man sieht quasi das, was man in Skypia gesehen hat, nämlich das Poneglyph, die Inschriften und sowas und dann diese Sätze zu sehen wie gute Arbeit, Oden, und dann die Inschriften im Poneglyph, so, weißt du? Also und Oden hat es gemeißelt. Ja, Oden hat es so gemeißelt, krass. So, also diese Inschriften gemacht. Das ist so krass, dass ihr müsst, also dieses Gefühl ist ein ganz anderes, wenn man nochmal Skype ja schaut und dann diese Inschriften sieht, so, dann weiß man einfach, ah, da stand Roger und Oden hat das da reingehämmert, so, weißt du, das gibt so einen ganz anderen Touch. Oden, meinst du, er hatte, jetzt mal eine kleine Frage wieder am Rande, meinst du, er hatte, also, das habe ich glaube ich im Stream auch schon mal gefragt, meinst du, Oda hatte zu dem Zeitpunkt, wo Skype hier war, das ist ja wie lange her, 15 Jahre gefühlt so? 15 Jahre, die Stelle, wo das erste Mal dieses goldene Eingravierte kam, wo Robin davor stand. Meinst du, er hat da schon, als er das gezeichnet hat, hat er schon dran gedacht, dass Oden das graviert hat? Ja, also ich glaube, ich würde das mit Jein beantworten. Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass er vielleicht den Namen oder die Familienstruktur so Kuzuki-Clan, Kuzuki-Oden, weißt du? Und das Character-Design, dass er das vielleicht schon alles fertig hat, das glaube ich vielleicht nicht, das ist zu früh. Aber ich glaube, dass er schon im Kopf hatte, dass jemand aus dem Land Wano oder dass die in der Lage sind, diese Inschriften zu machen, weißt du?
Ja. Das glaube ich schon, dass er dann so weit gedacht hat, dass es jemand aus Wano gibt, der diese Inschriften machen kann und dass der halt bei Roger landet und das Ganze macht. Also ich glaube, das Grundkonzept war damals schon für ihn klar, doch. Boah, das ist doch schon heftig. Willst du sagen, nicht, ja oder? Auch, ja, doch, aber es gibt ja auch einen Soundtrack, so, der heißt Roger und Oden. So, also der ist voll alt so und ich weiß nicht, wie doll da Oda mit drin steckt, dass er das Soundtracks benennen darf. Aber es gibt halt so einen Soundtrack, diesen schön, so ein richtig schöner Soundtrack. So ein OST von One Piece. Ist halt ein Anime, ne? Man weiß nicht, ob da, wie doll da mit Canon oder ob da irgendwas drunter. Das ist schon ein komischer Zufall, weißt du? Und Oden. Ja, der heißt Roger and Oden, so. Ja, hä? So, als wären das so Worte, die man immer benutzt. Das ist schon ziemlich speziell. Ja. Yeah. Das wäre cool zu sehen, finde ich. Aber auch, dass man dann im nächsten Kapitel direkt Water 7 sieht, so. Und da, wo sich alle gewundert haben, dass man Franky sieht, so. Und dass der schon Oden getroffen hat. Franky hat schon Oden getroffen, so. Das ist so. Das ist eigentlich viel zu krass, so. Das ist so geil. Also, Franky hat eigentlich so was Interessantes in der Kindheit. Auch, man sieht halt Tom, klar. Man sieht, also man muss auch sagen, man sieht halt so ein paar Sachen. Es geht jetzt mehr so um Shanks und Buggy, dass die dann halt jetzt auch quasi da bleiben. Generell sieht man ja dann auch so die ganzen Zwischenstationen, die alle schon bekannt sind. Das heißt, man sieht klar Water 7, man sieht Sabaul, die Archipel, man sieht die Fischmenscheninsel, man sieht alles so, weißt du? Und das ist das ist schon sehr, sehr geil. Also es war auch allgemein ein wichtiges Kapitel so. Weißt du, er hat ja realisiert, okay, Rotpornoglyphen so, und das war ja eigentlich die Suche nach den Rotpornoglyphen. Sie waren bei der Tequila-Wolf-Brücke, Fischmenscheninsel Sabaody, wie du gerade schon gesagt hast, und dass dann auch die Seekönige da waren und so, ja, und ey, dass sie auch noch geredet so, haben. Weißt du? So. Ja, Madame Shirley. 5 Jahre mit der so. Prophezeiung, ey, das ist echt heftig, ne? Also das ist echt geil Shirley gemacht. So. Und so, das ist so geil, die alle zu sehen, auch Shirley mit 5 Jahren und sowas, das ist... Das ist ganz, ganz großes Kino und Und das verschollene Roadpony sehen wir auch, ne? Das auf der Fischmenscheninsel, oder? Es ist ja das gewesen jetzt letztendlich, ne? Es war ja da, da waren ja, 2. Da, ja, ja, genau, man hatte ja 2. Ja, Entschuldigung schreiben und Roadpornoglyph. Und das Roadpornoglyph ist jetzt ja in der Gegenwart weg. A.K.A. das Verschollene. So, AKA das es war nie, es ist echt heftig. Also es muss jetzt in den paar Jahren, wie viele Jahre sind das, 27, 28 Jahre, muss es so von jemandem geholt worden sein, sagen, eigentlich. In den Chapter, ich glaube, man ist noch nie in ein Chapter an so vielen Orten gleichzeitig gewesen. Also man startet quasi bei Franky, also quasi Water 7 hat man hat das aber Odi Archipel, man hat die Fischmenscheninsel, man hat Zoo, sieht man auch in einen Schnitt, man sieht Wano Kuni auch wieder in einen Abschnitt und das alles in ein Kapitel. Also wie gesagt, man kann jetzt auf alles 100 Jahre Ewigkeiten eingehen, aber ja, schlussendlich. Wir wollten immer Rogers Reise, weißt du? Ja, genau. Und jetzt kriegen wir das in einem Kapitel durch reingequetscht, so, weißt du, das Wichtigste für uns. Also die sind dann auf einmal auf Zoo, was halt auch wieder cool ist, weil dann stehen die da alle vor dem Pornoglyph, was wir natürlich kennen. Man sieht auch Pedro. Und auch hier hat man ja schon das gesehen, was man auch schon im Anime mal gesehen hat mit Pedro. Und das ist einfach ein Genuss, wirklich. Also es ist wirklich ein Genuss. Und jetzt, sieht man halt auch das mit Shanks und Buggy, was halt so cool ist, und zwar, dass Shanks, was so ein größtes Rätsel gelöst hat, Shanks hat das One Piece nie gesehen. So, weißt du? Er hat ja, das zumindest One Piece. Mit Roger. Wir wissen nicht, ob er später noch da war. Er war halt nie da, genau. So mit Roger. Also, schon heftig, ne? Und er will er war ja nicht selbst, damit. Also aus der Perspektive, er will ja selbst das One Piece nochmal erreichen, aus eigener Kraft, aus eigenem Antrieb heraus. Und das macht erst Shanks als Kaiser, als Player in diesem One Piece Game relevant, weil bisher dachte man immer, okay, Kaido möchte alle Roadpornoglyphe finden, auf Wano Kuni hat eins, Big Mom hat einen Roadpornoglyphe, möchte alle Roadpornoglyphe finden und so weiter und so fort, Ruffy hat eins auf Sue, bla bla bla. Aber Shanks ist einfach auch so gesehen ein Player in diesem Game, weil er es aus eigenem Antrieb auch nochmal schaffen möchte. Man weiß nicht, ob er schon geschafft hat, aber das ist krass, so, das wirft all das um, weil man immer gesagt hat, hä, im Zweifelsfall, wenn alle Stricke reißen, dann könnte ja auch Shanks einfach, weißt du, so, er könnte ja auch die Welt so ein bisschen saven, so, weißt du? Ja, ja. Deswegen dachte man immer so, ja, ist das nicht so eine kleine Grauzone, aber, in dem Sinne nicht. Und das Finale des Chapters auch unglaublich krass, weil, also es gibt quasi, das ist auch eins der geilsten Kapitel, muss man nur sagen, also die das zwei ist Kapitel, mein, ey, das ist das krasseste. Ja, das, weil man ich sieht, weiß nicht, man sieht nämlich auch,
also man sieht, man muss sich ja vorstellen, Oden führt jeden Tag ein Tagebuch über seine Abenteuer und dann schreibt er, wir haben alles über die Welt hinausgefunden, das leere Jahrhundert, die Bedeutung des Di und die antiken Waffen, die größten Themen, worüber es hunderte Videos in jeder Sprache auf YouTube gibt, was die antiken Waffen sind, die drei antiken Waffen, welche Waffe bewirkt was und so weiter, die Bedeutung des Di. Tausende Theorien gibt es darüber, auch das alte Zeitalter und alles steht in diesem einen Buch drin, weißt du? Unglaublich. Ja, also das ist echt unglaublich. Heftig, Mann. Ja, und die letzte Seite, also welcher One Piece Fan geht da nicht das Herz auf? Auch hier wieder sehr lustig, weil wir erfahren, dass die letzte Insel Love Tale heißt, also Love wie Lachen im Englischen. Und das ist sehr interessant, weil ja, man muss ja sagen, im One Piece Film Stampede wurde auch schon Love Tale gesagt. Es wurde auch schon Love Tale gesagt, die ganze Zeit, als ob es selbstverständlich wäre. Und jetzt in dem Kapitel kommt es halt dann auch auf. Also es wird dann auch direkt so benannt. Was halt auch sehr lustig ist, weil der One Piece Theoretiker und meine Wenigkeit waren auf der deutschsprachigen Premiere von One Piece Stampede. Ja. Und da wurde der Synchrondirektor, also der verantwortlich ist für die deutsche Synchronisation von One Piece, gefragt, warum, von Kage wurde er gefragt, warum man Unicorn sagt, was ja überhaupt nicht passt. Und der hat dann auch gesagt, dass es aus Kontinuitätsgründen gemacht wurde, wie sehr das jetzt so ist. Gut, sei mal dahingestellt, aber schlussendlich wird es ja irgendwann mal relevant, weil wenn die Szene im deutschen Anime kommt, dann muss man sich halt irgendwie da rausfinden, weil dann kann man nicht mehr Unicorn sagen, das geht auf jeden Fall nicht. Ja, weil es ist ja wirklich ein wichtiger Punkt, also der Name ja, Love Tale. Ist halt ja eine Bedeutung. Wegen des Lachens so, wegen der Geschichte, irgendwas war da ja. Erstens war, Digga, das war das Kapitel, wo wir das allererste Mal Raftel gesehen haben. Das ist doch so heftig, Mann. Das ist so krass. Absolut legendäres Kapitel so. Und wir sehen Roger am Ende, wie er einfach nur extrem lacht, so, und die ganze Crew. Das ist immer noch ein Mysterium, das Mysterium schlechthin. Was ist das One Piece? Die stehen ja vor One Piece, das ist das Heftigste eigentlich. Das ist so ein Millimeter so. So ein Schnuff davon entfernt. Und ey, man muss auch sagen, diese fünf Kapitel so waren das Geilste. Klar, es war nicht so Oden im Mittelpunkt, aber einfach die Geschichte Whitebeard, Roger insgesamt und so wie sie das One Piece gefunden haben, ihre Reise. Dann das Finale, auch im nächsten Kapitel dann. Man sieht einfach Shanks in genau der gleichen Situation wie Ruffy. Shanks heulend, der sich an der Schürze von Roger festhält und in Tränen ausbricht. Und das ist genau das gleiche wie bei Ruffy, der sich auch an der Schürze von Shanks festhält, heult und sagt, Shanks, dein Arm und sowas. Jeder kennt die Szene. Was halt so diesen Kontrast zeigt, weil Shanks dann auch so sagt, so mäßig wein nicht und bla bla bla. Aber Shanks war genauso und Das ist, es zaubert einem wirklich ein Lächeln aufs Gesicht. Und hier wird halt auch wirklich namentlich das One Piece nochmal genannt. Unglaublich stark, also wirklich unglaublich stark. Ich finde das auch so heftig, Mann. Auch in dem Kapitel war ja auch die ganze Reise so, da war ja so viel. Da haben wir auch Wano gesehen noch, wie da schon die ersten Fabriken sind, weil sie halt Tokio abgesetzt haben. Wir sehen die ganze Zeit das Ei repräsentativ da drauf so. Und das Ei ist auch noch drauf, wenn Roger die Crew verlässt. Das finde ich auch heftig. Er verlässt dann die Crew. Das ist auch krass. Ja. Man sieht, wie er die Crew auflöst. Und das, was auch so ein bisschen nochmal so die Knarre auf der Brust eines One Piece-Fans ist, ist, wo er sagt, ja, jemand wird das One Piece schon finden, ohne meine Fußstapfen treten. Und dann wird er von Rayleigh gefragt, was meinst du, wer das One Piece finden wird? Und er, mein Sohn natürlich. Rayleigh sagt, du hast gar keinen. Und Roger sagt, ich mach noch schnell einen. Was natürlich auch irgendwie ein bisschen makaber ist, aber gut. Aber das ist natürlich nochmal so ein kleiner, ja, so die Knarre auf der Brust, weil man weiß, dass Roger gesagt hat, er soll auf seinen Sohn Ace aufpassen. Und schlussendlich wissen wir alle, dass Ace getötet wurde einfach. Was dann natürlich nochmal so ein kleiner emotionaler Punkt ist. Das ist echt krass. So, ja, Mann. Lass uns mal ein bisschen, wir sind schon über eine Stunde wieder, das ist wieder typisch, aber ist doch nice. Comeback. Ja, Mann, so muss es doch sein, Leute. Nee, dann haben wir auf jeden Fall auch noch die Prophezeiung von den Seekönigen, ne? Das ist heftig. Die prophezeien auch schon, dass jemand geboren wird und so. Und viele sagen jetzt, aufgrund das hören ja Oden und Roger, hören ja die Seekönige, wie sie reden und reden von jemandem King, der bald geboren wird und so.
Und viele sagen, weil Oden sagt ja kurz vor seinem Tod, haut er ja mehr oder weniger die Nachricht an Toki raus, dass in 20 Jahren jemand kommen wird und so, und der wird die Dings anführen, der wird Kaido besiegen und so. Viele sagen, das hat er alles nur ihr geschrieben, aufgrund dieser Seekönige hier. Ich glaube das irgendwie nicht. Ja, das ist auch so. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er, weil die nehmen das ja hier gar nicht so wahr als eine wichtige Prophezeiung oder eine Botschaft. Die nehmen das ja hier beide so als nervig wahr, so, oh, Kopfschmerzen, wer redet hier und so. Weißt du, ist ja nicht so, dass die sich das dann merken oder so. Natürlich gibt es ja noch Madame Shirley hier als kleines Kind, die sagt aber Poseidon, also Shiraoshi wird erst in 10 Jahren geboren und so, also da erfährt man auch noch einiges. Das ist auf jeden Fall cool gemacht, so. Und dann halt die große Verabschiedung von Roger, wie er seiner Crew Tschüss sagt und so. Ja, Ray ist am Heulen, alle sind am Heulen. Alle, also ja. Man muss sagen, Oden hat sich in kürzester Zeit in das Herz eines jeden Roger-Mitglieds, also alle lieben Oden. Und natürlich Roger ist, also ist für alle, wie er schon fast gottgleich so gefühlt. Beide zischen dann ab und das ist unglaublich krass, weil die wissen halt, dass Roger sterben wird. Der kriegt zwar nochmal Medizin mit von Krokus, also Krokus gibt ihm alles mit, was ihn noch irgendwie so ein bisschen an Leben hält, aber jedem ist klar, dass Roger sterben wird. So, und ja, das ist echt, weil die Krankheit ist in der allerletzten Phase und man sieht dann halt auch Oden, wie er zurück auf Wano kommt, und dann beginnt halt so ein bisschen, muss man sagen, aus all dieser Freude von der Roger Crew, münzt das dann in den, also während man so 3, 4, 5 Kapitel hatte mit richtig coolen, nicen Informationen und einer coolen Geschichte von Oden, wie er einfach Spaß hatte mit Roger und sowas, all das münzt um in eine sehr, sehr traurige Geschichte dann, weißt du? Das ist sofort ein Umschwung, Mann. Er rastet sofort aus, er erfährt, dass sie da, dass Toki angeschossen wurde mit einem Pfeil, die hat eine Narbe am Bein. Boah, dann rastet er komplett aus und will sofort zu Orochi. Das war ja schon, das war auch das Kapitel da. Am Anfang sagt noch Roger Tschüss und am Ende will Oden direkt da. Ja, er will Orochi ankragen. Er will Orochi töten. So, er sagt ja auch, ja, so, ich schlitz dich auf und so. Er ist total wütend. Generell, er kommt in seiner Heimat, alles ist den Bach runtergegangen und man sieht halt auch, Orochi hat sich. Ja, man sieht halt so, was er jetzt für eine. Was er für eine Person geworden ist. Oden sagt dann auch noch so zu ihm, jetzt geh mir aus dem Weg und lass mich auf meinem Thron Platz nehmen. Und er sagt dann auch so, ich wollte dieses Amt nie, aber quasi für Oden ist dann auch klar, es wäre das Beste, wenn ich diese Position einnehme. Ja, es wäre das Beste fürs Land. Ja, genau. Und dann, Digga, da muss man sich mal vorstellen, all das mündet darin, dass man auf einmal Oden sieht, wie er tanzt und sich selbst zum Narren macht, weißt du? Ja, das wieder auf. Und alles nur aufgrund, das erfahren wir erst später. Guck mal, da sind ja die Barriere, das ist ja die Barrierefruchtnutzerin, Barrierefruchtnutzer, ihr Mann, und dann noch die Klonfruchtnutzerin, die sich auch ausgibt und so. Und der, nur wegen den beiden, letztendlich wieder den zwei Teufelsfruchtnutzern, konnte dann Orochi geschützt werden und so. Und dann. Das erfahren wir später erst, das hat ja auch Shinobu zum Beispiel alles mitgesehen. Sehen wir, dass Kaido oben ist, überm Schloss auch und so. Und Kaido trifft ja da auch noch auf Oden in dem Schloss, das sehen wir später aber erst. Und da kommt es ja zu der Abmachung, dass er tanzen muss, um Leben zu retten. Das erfahren wir alles erst später aufgeklärt. Da war natürlich noch die große Frage, was soll das gerade so? Also warum tanzt er da so rum? Obwohl sein Land am Arsch ist, so, wieso kann er nicht einfach ausrasten? Aber da wurden halt auch nur Menschen gefangen genommen, da wurde halt gedroht, die zu töten, so, das ist einfach zu krass, ey. Und das spielt zu der Zeit, was halt auch da ist, ist, ja, Roger wurde hingerichtet, das kleine Zeitalter der Piraten bricht aus, man nennt sich so, und freut sich in gewisser Weise dann auch für das, was Roger erreicht hat, aber man sieht auch direkt, was damit einhergeht, dass das Piratenzeitalter ausbricht, was halt auch wieder unglaublich cool ist, denn, quasi das Erste, was man dann sieht, ist, dass die Gecko Moria Piraten, was wir schon so lange wissen, auf Kaido getroffen ist. Wir wissen, alle Piraten von Gecko Moria oder alle Crewmitglieder von ihm wurden getötet. Gecko Moria nutzt auch einfach ein Schwert, was auch irgendwie cool ist, aber da sieht man halt auch so direkt, wie die Welt da schon wieder abgeht, weißt du, so direkt alles. Ja, und wie klein Kaido, Moria ist ja auch schon ziemlich groß, aber die sind ungefähr gleich groß. Und wie dünn auch Kaido da aussieht, so. Ja, ganz fast schon athletisch, Person. Agil. Ja, so, ja. Agil. So, und das ist eigentlich jetzt heutzutage ist nur muskelbepackter Tank, so gefühlt. Ja, und dann nimmt alles eigentlich seinen Lauf. Wir sehen sogar noch Hyogoro mit seiner Frau. Die Frau wird später auch noch getötet. Das ist echt.
Also dann geht es ja wirklich in eine ganz düstere, traurige Schiene, das Ganze so. Und erstmal ist ja dann noch das Ding, der Cliffhanger ist ja, dass man dann nochmal Hoffnung kriegt, weißt du, weil die neuen roten Schwertscheiden dann doch so, es geht nicht mehr, das Maß ist gestrichen voll so, das Fass läuft über. Wir setzen jetzt zum Gegenangriff an und kämpfen jetzt nochmal gegen Kaido und so, versuchen es so. Sagt sogar, Oden sagt sogar, er will den Kaido dafür bezahlen lassen so. Was jetzt aber auch wiederum krass ist, also erstmal wissen wir dann auch, warum sie die neuen roten Schwertscheiden heißen. Das wissen wir seit dem Kapitel, weil sie einfach, ja, erstmal alle haben sie Schwerter so und stehen sie da im Mond oder in der Sonne, die halt noch so rötlich scheint, deswegen werden die so genannt. Ich find's krass einfach, ich find's krass, dass dann auch wiederum Kaido Bescheid wusste, dass sie überhaupt jetzt zum Angriff ansetzen. Also der Verräter, ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das elendige Thema der Verräter. So, wer hat's denn jetzt Kaido gesteckt, so, dass die kommen? Ja, das ist auch heftig so. Das ist halt auch so krass. Also man sieht dann halt, die Samurai machen sich bereit. Es ist klar, Oden will sich dann unter Tränen, sagt er, dass er sich an Kaido rächen möchte. Und das ist dann das nächste Kapitel. Die Samurai stehen Kaido gegenüber. Kaido wartet schon mit der Drachenfrucht aktiv auf sie. Und der Kampf entbricht. Oden legt auch direkt los. Was natürlich enorm krass ist, weil man sieht wirklich alle Samurai im Gefecht. Man sieht alle kämpfen quasi für das gesamte Land. Es ist quasi die letzte Chance, Wano Kuni zu retten in einem alles entscheidenden Showdown, so könnte man sagen. Schlussendlich läuft es dann auch darauf hinaus, dass Kaido gegen Oden antritt. Also die beiden stehen sich auch gegenüber. Und man muss es ja so sagen, man sieht, wie Oden Kaido verletzt hat. Kaido wurde in der Drachenform verletzt. Die Narbe, die er quasi hat, hat er aus der Drachenform quasi mitgenommen. Und Oden hat Kaido ziemlich alt aussehen lassen. Das Problem, was dann nur war dann halt, dass ja Momo als Geisel vorgezeigt wurde und er dann sich denselben Keulenschlag einfängt, den sich Ruffy auch später einfängt. Nur auch da muss man ja sagen, Oden hat ja nochmal kurz sich versucht aufzurappeln, ist dann aber zusammengebrochen. Also er war zu der Zeit, muss man sagen, etwas stärker als Ruffy, vom Aushaltevermögen zumindest. Ja, das ist einfach heftig. Wie er getrickt wurde am Ende auch, ne? Ja. So dann genau, mit der Klonfrucht und dann kriegt er eine Keule, Alter. Ich fand das dieses Panel heftig, wo er so von der Keule einen überkriegt und nochmal versucht aufzustehen oder so, ja, hochzugucken so oder so. Voll Blut verschmiert. Und auch generell, man hat es nur geschafft letztendlich, weil man mit der Transenfrucht Momo quasi so als Lockvogel genutzt hat. Der passt einen Moment nicht heftig auf und kriegt einen Keulenschlag. Man darf ja nicht vergessen, er hat Kaido verletzt und war zu der Zeit noch unverletzt, hatte keine Verletzung. Das heißt, man weiß nicht mal, wie der Kampf richtig ausgegangen wäre. Klar, Kaido hätte vielleicht auch so noch gewonnen, aber nee, ohne Stärker. Er sagt ja später auch noch kurz vor seinem Tod so, ja. Also versuch klar, mal stärker zu werden, genau, Kaido, so auf den. Man weiß ja nicht, Oden hätte da wahrscheinlich den Kampf noch für sich entscheiden können. Und schlussendlich läuft es auf eine Niederlage hinaus. Alle sind verletzt, Oden sitzt da. Und dann ist klar, indem sie ihn lebendig in einen Topf kochen werden. Also das ist quasi das Ende des Kapitels, die Niederlage von Oden. Ach, das ist schon echt krass. Ist auf jeden Fall gut gemacht. Wir sehen zum Beispiel auch King. Sehen wir auch hier im Kampf schon mit dabei, so in der Silhouette, ja. So, Leute, was gibt's noch? Lass uns kurz das zu Ende bringen hier. Ist ja nicht mehr so viel. Shinobu wurde mehr oder weniger da reingezogen, wurde dann aber wiederum von Oden gerettet. Und dann ist letztendlich die große Verurteilung, beziehungsweise das lebendig gekocht werden, und zwar in Öl. Was steht da, glaube ich, wie heiß soll es sein? 170 Grad oder nee, weit über 300 oder irgendwas stand da. Das war richtig, richtig, richtig krass, wie heiß das Öl ist. So. Und da steht er einfach drin, eine Stunde muss er aushalten, seine Leute tragen. Also muss er nicht, so, das macht er einfach so und es ist nichts gegen die Regeln, weil die sind ja im Topf so. Er hält sich zwar über dem Öl, aber das ist einfach krass, wie lange er auch daran aushält. Er schafft es wirklich, die Stunde daran auszuhalten. Ja, das ist so heftig. Alle schreien total und sagen, hör auf, Oden, Samar, hör auf. Alle, also das ist halt die Sache, weil alle haben Oden quasi ins Herz geschlossen, außer eine Person, der Verräter halt. Aber ja, es ist halt die Sache, so alle stießen Oden total ins Herz und es ist das größte mögliche Leid, was man haben kann. Er ist in diesem kochenden Wasser, hält seine Kameraden alle hoch. Allein das ist ja schon eine Last quasi und ja, das ist so heftig, weil sein ganzer Körper wird einfach lebendig. Wie hat sich Oda das ausgedacht? So, ja, so eine geile Scheiße, Man muss sich mal vorstellen, da sitzt so ein Oda an seinem Tisch so und denkt sich so,
ja, dann brauche ich jetzt noch eine Strafe für den. Was machen wir denn? Kochendes Irgendwas Wasser. Irgendwas richtig Emotionales. Also kochendes Wasser, hält seine Kameraden hoch. Wie lange? 10 Minuten? Ah, machen wir eine Stunde. Machen wir eine Stunde. So, weißt du, und baut sich da so eine total brutale, geisteskranke Story aus. Also das ist wirklich unglaublich heftig. Ja, und Oden wird lebendig gekocht. Es ist so heftig. Ja. Also eigentlich wird er dann ja... Ja, eigentlich wird er erschossen von Kaido. Ja, also so, das er überlebt, ist der Tod. Genau, er überlebt das. Ja. Aber er wird lebendig gekocht, aber er lebt danach. Also er lebt. Heftig ist, dass er seine Leute dann noch wegschlägt und so und also wegwirft, so dass die noch entkommen können, dann zu Toki und dann da kommt das mit der in die Zukunft geschickt werden so. Und dass er aber dann noch von Kaido erschossen wird so und dass er dann trotzdem mit dem Lächeln auch noch stirbt so. Das ist einfach heftig gemacht. Das finde ich echt heftig. Das ist für mich einfach so das Nonplusultra. Ja, vor allem, man muss auch sagen, man kriegt selbst so ein bisschen Schmerzen, wenn man Odens Gesicht sieht, weil das wird immer schlimmer und immer schlimmer so. Ja. Auch so ein bisschen die letzten Worte, so öffnet die Grenzen von Wano. Der letzte Wunsch, ja. Ja, genau. Und alle, ja, es ist so emotional, wie Oden da quasi seinen Abschied zelebriert schon fast. Das ist unglaublich heftig und dann wird er halt einfach getötet. Also es ist wirklich unglaublich. Finde ich auch richtig geil. Damit geht quasi wirklich so einer der coolsten One Piece Charaktere findet sein Ende in ganz One Piece so. Und es war ja von Anfang an klar, dass er stirbt. Das ist ja dasselbe mit beispielsweise auch den Corazon Flashback, dass man schon weiß, dass der Charakter stirbt und man dadurch vielleicht, man hat so ein bisschen Angst, dass man sogar den Bezug dazu verliert, aber dem ist gar nicht so, weißt du? Man verliert gar nicht den Bezug dazu, weil es einfach so emotional geschrieben ist. Finde ich auch richtig, richtig gut, Leute. So, gibt's noch was zu sagen zu dem Flashback, ey? Wir haben jetzt über eine Stunde geredet, aber einfach nochmal ein bisschen durchgekaut, den Flashback für die Leute, weil wenn man wöchentlich den Manga verfolgt, dann vergisst man einige Sachen und ja, ich fand das auch ganz cool, das Ganze nochmal durchzugehen hier. Ist ja auch gut für uns und auch gut für alle eigentlich, so One Piece Fans, weil jetzt geht's weiter in der Gegenwart. Nächste Woche glaube ich wirklich, also es kann nicht noch ein Chapter in der Zukunft kommen, in der Vergangenheit kommen. Ja, es geht jetzt weiter in der Gegenwart. Ja, wie gesagt, es wird jetzt weitergehen mit den Gegenwartskram, weil Odens Geschichte ist zu Ende erzählt, so traurig es auch ist. Und dieser Podcast ist auch zu Ende erzählt, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. XXL-Podcast als Comeback-Folge. Das denke ich nicht verkehrt. So muss das sein, Leute. So, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mal irgendwas in die Kommentare. Was können Sie denn mal reinschreiben diesmal? Hashtag Oden oder Ehrenoden oder so. Ehrenoden, komm. Hashtag Ehrenoden. Leute, das könnt ihr mal reinschreiben. Und ansonsten, ja, wenn wir sehen, was als nächstes Thema kommt. Wir werden auf jeden Fall jetzt wieder durchziehen mit dem Podcast. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Gib die letzten Worte an Myrolox und sag schon mal ciao. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zu-Ende-Schauen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Sehr, sehr löblich von euch. Über eine Stunde. Das ist sehr krass. Ich glaube, das ist sogar mit der längste Podcast auf den gesamten Kanal. Deswegen, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Und ich bedanke mich auch fürs Zu-Ende-Schauen, Leute. Wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und ich sag ciao und tschüss.